Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, heute kommen wir zu einem ganz besonderen Thema. Ich bin noch ganz leicht erkältet, sorry für meine Stimme. Und zwar meine Verletzungen. Ja, also ich habe nicht so normale Verletzungen wie jeder. So, ja, also die habe ich auch. Aber ich habe auch Verletzungen, die sich keiner erklären kann. So, also ich gehe mal chronologisch vor. Im Kindergarten hatte ich immer Nasenbluten, warum auch immer, also ich bin immer mit der Nase irgendwo gegen geknallt. Ich habe, glaube ich, meine gesamte Kindergartenzeit auf dem Stuhl so verbracht, mit so Taschentüchern, so Fett auf der Nase. Boah, und vor allem, das Ding ist, die Nase konnte nicht richtig abheilen. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ich Nasenbluten hatte, ist die Nase ja empfindlicher. Aber sie hatte keine Zeit, sich auszuruhen. Da haben sich ganz kurz ein bisschen mal Krusten gebildet und dann schon bin ich mit irgendjemandem zusammengestoßen oder irgendwo gegengelaufen oder hingeflogen oder was weiß ich alles. Also, das ist echt unglaublich. Ich verstehe bis heute nicht, wie das passieren konnte. Ich hatte wirklich fast meine gesamte Kindergartenzeit, hatte ich fast jeden Tag Nasenbluten gefühlt. Also, wahrscheinlich war das so. Ja, wahrscheinlich so in ein paar Wochen, so ein paar Mal, ne? Deswegen kam mir das so lange vor, aber schon häufig. Dann bin ich auch ganz normal wieder immer hingeknallt, das seht ihr auch gleich an meinem Knie, zu meinem Knie komme ich gleich noch. Das ist nämlich der Grund, warum ich das Video gemacht habe, aber werdet ihr noch früh genug erfahren. Also, dann mit 8 Jahren hatte ich eine Riesenverletzung und zwar, ich weiß nicht, kann man das sehen? Also hier, ne? Hier diese kleine Verletzung. Ja, wie ist die passiert? Da war ich 8 Jahre alt. Das raff ich bis heute nicht, wie das passieren konnte. Ich bin, oder eher wie dumm ich sein konnte, so ist besser formuliert. Also, wir waren im Türkei-Urlaub und ich sollte die Cola-Gläser wegbringen, ist ja gar kein Problem, ne? Und meine Mutter hat mir noch hinterhergerufen, zieh die Schlappen an. Ich so, ja, ne? Bin einfach ohne Schlappen, habe ich die Cola-Gläser weggebracht. Was ist passiert natürlich? Gerade als ich das auf dem Tresen, aber wirklich eine Sekunde, es hat nur noch eine Sekunde gedauert. Nein! Darf natürlich nicht sein, dass ich einfach ganz normal die Cola-Gläser wegbringe und wieder zurück zum Pool gehe. Nö. Ich bin ausgerutscht, hingefallen und habe diese Narbe bekommen. Das wurde genäht. Und das Lustige ist, ich habe mich geweigert, dem Arzt meinen Finger zu zeigen. Ich so. So, also ihr müsst mich jetzt als 8-Jährige vorstellen, so. So voll am Heulen, ne? Hält ihren Finger mit 1000 Papiertüchern fest, ne? Drückt das Blut da fest. Und der Arzt so, zählt mir meine Finger an, ich bin auf Türkisch, ne? Ich sag das jetzt auf Deutsch. Und ich so, nein. Die ganze Zeit, ich hab voll geheult. Und dann habe ich irgendwann zittert, meine Hand hat richtig gezittert, ne? Weil das geblutet hat. Und dann hat er halt desinfiziert mit Jod. Und hat es halt zugenäht, also eine Spritze gegeben. Ich hatte vor der Spritze mehr Angst als vor der Nadel, wirklich. Und dann hat er das halt zugenäht und ganz am Ende wurden die Fäden auch noch rausgezogen. Boah, das tat weh. Das war so ein kleiner, kurzer Schmerz, aber das hat so richtig gezogen. Boah. Mein armer Finger. Ja, ich durfte natürlich dann nicht schwimmen, aber ich bin trotzdem schwimmen gegangen und zwar so. Ich habe meinen Finger nach oben gehalten und bin so geschwommen. Ich kann einfach nicht ohne Wasser. Ja. Oh Mann. So, das war meine erste große Verletzung, sag ich mal. Die zweite, die folgte nicht mal ein Jahr später eigentlich. Was eigentlich schon traurig ist. Naja. Oder knapp ein Jahr später. Ja, ich glaube ein knappes Jahr später kam dann die nächste Verletzung. Und zwar, ich bin mit meiner Cousine auf dem Bett rumgehüpft. Und, also wir hatten halt Schwimmkurs, da gingen wir mal zu meiner Cousine und so. Auf jeden Fall sind wir auf dem Bett rumgehüpft. Ich habe eine Rückwärtssalto hinbekommen. Frag mich nicht, wie ich das hinbekommen habe. Ich habe das im Sport nie geschafft, aber da habe ich es geschafft. Bin auf dem Boden gelandet, voll mit meinem Kopf gegen die Heizung. Und habe dann hier, also hatte dann erstmal nur so dröhnende Kopfschmerzen. Ne? Also mein Kopf hat wirklich gepocht, aber ich habe noch gelacht. Ne? Dann ich so... Hab natürlich so meinen Kopf gerieben und dann guckte ich so auf meine Hände und habe voll angefangen zu heulen, weil es geblutet hat. Dann habe ich meine Cousine ins Krankenhaus gefahren und dort haben die, also ich habe wirklich durchgehend geheult. Nicht, weil das irgendwie, also klar, ich hatte Kopfschmerzen, das hat so richtig gepocht,
Und ich habe eigentlich nur geheult, weil es geblutet hat. Ich dachte, ich verblute. Also, was natürlich voll dramatisch ist und so. Natürlich verblutet man jetzt nicht, wenn man einen kleinen Strich hier hat, aber natürlich, also als Achtjährige. Aber jetzt kommt noch was Besseres. Das ist noch unglaublicher. Also, die beiden anderen gehen ja noch. Also, jetzt nicht vom Schmerz her, aber ja. Das, also, genau, das wollte ich noch erzählen. Und zwar, dass ich habe die ganze Zeit geheult. Und dann, als der Arzt gesagt hat, das muss geklebt werden, habe ich angefangen zu lachen. Also, ich war so verwirrt, ich so, hey, wie geklebt? Und dann haben die mir sogar den Kleber gezeigt, das sah aus wie Kleister. Das sah wirklich aus wie dieser, also jetzt nicht dieser weiße Kleister, sondern Bastelkleber, dieser durchsichtige. Kennt ihr den? Ich kenne den bestimmt, also damit tapeziert man sogar, also das sieht aus wie Tapezierkleister, genau, ne? Wo man so Wände tapezieren kann. So sah das aus und nicht so, ich guck da so hin, ich so, wird das jetzt echt geklebt? Also ja. Und dann wurde da, glaube ich, noch sogar eine Nadel irgendwie durchgestochen oder so, war doch Hilfe. Das, boah, danach hatte ich so dröhnende Kopfschmerzen, ich glaub mir das nicht. Ich durfte dann auch keinen Sport machen und auch im Hort nicht mitspielen und so. Das war furchtbar. Ja, dann kommen wir zu einer sehr, sehr seltsamen Verletzung. Boah, bitte sagt mir, dass es einem auch passiert ist. Bitte schreibt es mal unten in die Kommentare, damit ich nicht ganz dumm dastehe. Und zwar, das war in der 9. Klasse. Wir hatten Schwimmunterricht und ich war eigentlich das einzige Mädchen, was immer mitgemacht hat. Und boah, Hilfe, ich will das gar nicht erzählen, das ist so peinlich. Und ich war halt im Schwimmbecken und habe mich dann halt so hochgehievt und auf jeden Fall habe ich mich halt so hochgehievt, ne, und habe dann und habe dann so einen kleinen Schmerz am, also neben dem dicken linken Zeh, dieser Zeh, ne, da, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, ich weiß nicht, wie man den nennt, ihr wisst schon, was ich meine, halt dieser kleine Zeh, der direkt neben dem dicken Zeh ist. Da habe ich dann so einen ganz kleinen, also wie nennt man das, wie wenn man sich schneidet, so. Ja, ganz kurz, das habe ich ganz kurz gespürt, ne? Ich so, ah, ist sowieso nicht. Und dann standen wir da und unser Lehrer hat so einen Vortrag gehalten. Ich so, scheiße, du blutest, ne? Ich stand dann da so, ne, mit meinem Fuß, hab den dann so gehalten, hab den die ganze Zeit so rumgehüpft im Schwimmbad. Und dann ich so, Herr Dreser, also so hieß mein Sportlehrer, der so, ja, warte kurz. Ich so, okay. Und dann hat er mich, dann hat er mich 20 Sekunden später angeguckt, ich so, wieso hüpfst du eigentlich das gar nicht hier hüpfen, was machst du da? Ich so, ich blute. Also, wie ist das passiert? Ich so, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und dann haben mich zwei Klassenkameraden von mir, haben mich so abgestellt. Und dann bin ich dahin gehüpft zum Bademeister, der hat mir dann so ein Pflaster gegeben, weil das Ding ist, der Schnitt an sich war ja nicht so schlimm, das war nur so ein ganz kleiner Schnitt. Hätte ich mich draußen, also was, ja, draußen halt geschnitten, ne, in der frischen Luft oder so oder zu Hause, das hätte jetzt nicht so fett geblutet am Zeh. Aber da ist ja, also im Schwimmbad ist ja Luftfeuchtigkeit da. Und das ist ja so warm und nass und so und deswegen wird das richtig fett geblutet. Boah, das war richtig schlimm, ey. Und, boah, das war so peinlich. Oh. Ja, das war echt eine peinliche Verletzung. Und dann habe ich mich noch, hier, ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen kann. Da, also, keine Ahnung, also ich kann die Narbe sehen, das ist so eine kleine Narbe. Da habe ich mich an der Fingerkuppe geschnitten. Ich habe auch voll viel auf Instagram gepostet davon. Könnt ihr euch mal ansehen, ich verlinke euch mal meinen Insta-Namen hier. Dann könnt ihr mir auf Instagram folgen. Meine Schwester und ich betonen das immer so komisch, sagen immer Instagram. Keine Ahnung wieso, ich finde das irgendwie lustig. Und einmal, ich war alleine zu Hause und habe mich geschnitten. Das war richtig, boah. Mach das nie. Wirklich, ich warne euch vor, das ist richtig schmerzhaft. Also erstmal habe ich mir so Papier genommen, ne, habe das so gedrückt. Das hat aber nicht aufgehört zu bluten. Dann habe ich ein Pflaster genommen, ich Dummkopf.
Also ich habe das erstmal unter kaltes Wasser geheilt. Ich dachte mir, dann geht das vielleicht weg, aber es ist noch schlimmer geworden. Dann habe ich ein Pflaster genommen, habe das da drauf getan. Aber es hat natürlich nichts genützt. Boah, ich kriege immer noch Gänsehaut. Hilfe. Ich musste das Pflaster abziehen. Das heißt, ich musste das so abziehen. Das war so schlimm, ey. Boah. Alter, das waren Schmerzen. Ey, das empfehle ich niemandem. Also, wenn ihr euch an der Fingerkuppe schneidet, tut da nie ein Pflaster drauf. Wirklich. Niemals. Wenn ihr das abmachen müsst, boah, das ist so schlimm. Boah, Hilfe. Auf jeden Fall, das war auch noch im Sommer, dann bin ich zu meiner Nachbarin rausgegangen in den Garten und hab so, also ich hatte wirklich meinen Finger so und hab sie dann gefragt, wie soll ich so, haben Sie einen Verband? Die so, ja klar, ich wollte erst nicht meinen Finger ins Gesicht halten, weil die hätte das wahrscheinlich nichts ausgemacht. Also ich hätte jetzt nicht, dass ich meinen Finger ins Gesicht gehalten hätte, das ist natürlich nur übertrieben dargestellt. Aber, boah. Schmerzhaft. Dann habe ich meinen Finger verbunden und ich hatte sogar zu dem Zeitpunkt meine Mutter angerufen. Die so, ja, wenn das so schlimm ist, geh ins Krankenhaus. Ich so, ich gehe doch nicht wegen einem Fingerkuppenschnitt ins Krankenhaus. Oder ruf den Krankenwagen, das ist ja voll peinlich. Oder? Oder findet ihr das nicht peinlich, wenn ihr den Krankenwagen rufen würdet wegen einem Fingerkuppenschnitt? Der, okay, der hat voll fett geblutet, aber trotzdem. Nee. Ich mag außerdem keine Krankenhäuser. Bäh. Ich weiß nicht, also ich bin froh, dass es natürlich Krankenhäuser gibt, ne? Ich will jetzt nicht ungedankbar sein, aber kennt ihr das? Also ich mag das, den Geruch einfach nicht. Ich gehe nicht gerne dahin. So, kommen wir jetzt zu meinem eigentlichen Thema. Boah, ihr werdet mir das nicht glauben. Und zwar, ich habe mich letztes Jahr verletzt. Und also richtig heftig verletzt, aber auch wirklich so eine Wunde. Und ja. Dann war ich letzten Donnerstag war ich beim Arzt und war es Mittwoch? Irgendwie so um den Dreh. Und hab dem halt mein Knie gezeigt. So, das hier. So, dieser Punkt hier, ja. Ihr werdet niemals erraten, was das ist. Es ist keine Warze, kein Pickel oder sonst irgendwas. Es sind Steine. Beziehungsweise wahrscheinlich nur ein einziger kleiner Mini-Stein, der noch nicht mal einen Millimeter groß ist, der wird mir rausgeschnitten. Ich glaube ungefähr 2 Wochen. Ja, übernächsten Donnerstag, meine ich, ist das. Guck mal, dieser kleine Fratz hier, ne? Jetzt sehe ich den schon, Fratz. Auf jeden Fall, ich habe mich immer so oft, also ich habe das mal aufgeschnitten. Also selber halt so abgekratzt, ne? Aber das hat nichts genützt. Der Stein war, also ich wusste nicht, dass ein Stein drin ist. Das habe ich erst beim Arzt erfahren. Ich dachte irgendwie, keine Ahnung, hat sich irgendwie entzündet oder so. Und dann denke ich, verschreibe mir jetzt eine Salbe und fertig. Und dann sagt er mir eiskalt, der so, ja, das muss aufgeschnitten werden. Und dann kommt da ein Pflaster drauf. Also das muss dann rausgeholt werden. Dann kommt da ein Pflaster drauf und fertig. Und das Lustige ist, ich war noch bei einem anderen Arzt danach. Einen Tag danach oder so war ich da noch. Und der hat gesagt, dass es eine Warze ist. Und ich habe ihm genau dasselbe erzählt wie dem einen Arzt. Also, geht bei sowas, ne, lasst euch immer 2 bis 3 Meinungen geben. Weil das kann plötzlich was ganz komplett anderes sein. Und ich habe dir mal sogar erzählt, ich so, das habe ich seit einem Jahr oder so, das geht nicht weg, ne, das tut immer weh. Und ich frage mich bis heute, warum ich nicht vorher schon zum Arzt gegangen bin. Aber ich habe euch schon gerade erklärt, also ich bin nicht so diejenige, die immer so zum Arzt rennt wegen jeder Kleinigkeit. Ne? Ich dachte mir so, ah, das geht so bestimmt weg oder so. Aber dann habe ich mich halt gefragt, ich so, warum geht das nicht weg? Und ich habe das wirklich eingecremt, meine Schwester das bandagiert. Natürlich geht das nicht weg, weil da in dem Dingen da ein Steinchen ist und sich da Haut drum gebildet hat. Weil ich das nicht gut genug desinfiziert habe und weggemacht habe und so. Aber das tat so weh. So auf dem Fleischwunde war das. Und da waren so Steinchen drin. Und ich dachte mir so, ja, das geht so bestimmt so weg. Und dann lass es einfach zuwachsen. Fertig. Hab das natürlich ein bisschen, habe es natürlich den Dreck und so weggemacht. Aber habe da wahrscheinlich ein Steinchen übersehen. Ich weiß sogar genau, welche Farbe diese Steinchen hatten. Nämlich schwarz. Das sind diese ganz kleinen Millimeter großen, 1 Millimeter großen kleinen Steinchen. Ja, 1 Millimeter großen kleinen Steinchen. Ja, sehr, sehr gut formuliert. Furchtbar. Ja, deswegen
bewegen muss zum Abwiegen einem Stein. Ich versuche das mal mit für euch zu filmen, falls ich es nicht schaffe. Ja, dann habt ihr halt Pech gehabt. Oder ich eher. Naja, das war's von meinem Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und tschüssi!